Special Wake the Warrior. Ladies and gentlemen, it's showtime! Ganikos Podcast, the number one online magazine for fitness, bodybuilding, podcast, and more. Real talk at its finest, and the realest and rawest interviews in the business. Yeah. Ganikos. Guten Abend, beziehungsweise guten Morgen oder guten Mittag, je nachdem, wann ihr das hört. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Episode des Ganikos Podcasts. An meiner Seite Marcel, wie letztes Mal auch. Seid gegrüßt. Bist du heiß? Hast du Bock? Wie sieht's aus? Ich bin heiß, ich hab Bock und ich weiß nicht, worüber wir heute reden, aber das ist dann immer die besondere Herausforderung und macht mir auch am meisten Spaß. Ja, ich habe ein paar Themen rausgesucht. Ich würde aber gerne mit einem Fun-Fact starten. Ja. Ich weiß nicht, ob es ein Fun-Fact ist, aber ist vielleicht interessant, so für den einen oder anderen mal zu wissen. Ich glaube, ich habe es dir neulich schon mal kurz gesagt. Mir ist es vorher noch mal eingefallen dann, als ich so unsere Beiträge durchgeklickt habe. Mhm. Cedric McMillan hat uns ja. Ganikos Germany auf Instagram gesperrt. Also du hast mir das diese Woche gesagt und dann dachte ich so, nee, warum denn? Also der weiß doch nicht mal, was wir über ihn schreiben, zumal wir ja jetzt auch nichts Negatives über ihn geschrieben haben. Also selbst wenn er Deutsch könnte, wüsste ich jetzt nicht, was er Störendes bei uns finden würde. Prinzipiell muss man ja sagen, so dieses Blockieren auf sozialen Medien, das machen wir ja auch. Also wer sich bei uns in den Kommentaren nicht normal benimmt, ja, also man darf Kritik äußern, alles cool, darf man machen, aber asoziale Beleidigungen, stumpfer Hate wollen auch wir nicht haben. Solche Personen werden natürlich gebannt, ja. Daher ist es ja das gute Recht von dem Cedric, aber in unserem Fall verstehe ich es nicht, weil ich würde jetzt mal sagen, der Cedric hat durch uns ja eher Positives als Negatives, oder? Ja, ich habe dann nochmal so ein bisschen rekapituliert und mir ist dann aufgefallen, dass ich so direkt nach dem Mr. Olympia einen Artikel geschrieben habe. Mhm. Ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, wie der Titel war, aber es ging so darum, dass dieser Special Invite, den AMI da ausgesprochen hatte, eben nicht verdient war, was für mich auch immer noch eine Aussage ist, hinter der ich zu 100% stehe, weil es einfach so für sehr viel Kontroverse gesorgt hat. Und wenn man dann sieht, da wird so jemand dann, keine Ahnung, wie viel, da wurde er letztlich Zehnter oder so, dann frage ich mich halt, muss das sein? Muss man da andere Leute, andere Athleten verärgern? Und ich glaube auch nicht, dass er jetzt irgendwie, also ich kann es mir schwer vorstellen, dass ein Cedric McMillan unsere Artikel liest oder die durch einen Google Translator jagt. Aber das wäre so der einzige Grund. Vielleicht kann er auch etwas Deutsch. Er ist ja GI und sehr viele amerikanische GIs sind ja in Deutschland stationiert oder eine Zeit lang gewesen. Unter anderem mein Erzeuger auch. Ja? Also alle, die immer fragen, Marcel, warum hast du so ein wunderbar karamellfarbenes Tor? Mein Vater ist Afroamerikaner und er war auch als GI hier in den 80er Jahren stationiert. Und da muss man sagen, in der Tat können da viele Deutsch, aber meistens können die jetzt kein sehr eloquentes Deutsch, aber vielleicht hat er wirklich so durch den Google Translator unseren Artikel gejagt. Und man muss ja sagen, prinzipiell der Cedric, der ist bei uns jetzt nicht immer gut weggekommen, weil wir ja seit Jahren sagen, der Cedric, da heißt immer, wenn der mal mit einer geilen Form kommt, dann, aber dieses wenn dann, das passiert halt nie. Ja, es ist aber halt auch eher eigentlich eine Aussage der Wertschätzung. Also wenn man sagt, Cedric McMillan, wenn der in Form kommt, der gewinnt den Mr. Olympia halt. Vor allem jetzt in diesem Jahr hätte er dieses Ding gewonnen. Und da ist es eigentlich von meiner Sicht zumindest jetzt nicht böse gemeint, sondern eher anerkennend, dass er halt einfach so eine mega Physik hat. Und ja, da ist man enttäuscht. Also ich habe den Artikel jetzt nicht geschrieben, um irgendwie jemanden wegzubashen, sondern ich bin einfach als Bodybuilding-Fan enttäuscht, wenn jemand seine Form nicht bringt, obwohl er das Ding gewinnen könnte. Aber da war er wohl irgendwie im Endeffekt beleidigt mit uns, Vielleicht sind wir im kommenden Jahr bei Mr. Olympia und dann können wir ihn zur Rede stellen.
Ja, dann werden wir ihn konfrontieren mit der Kamera, ja, drauf, direkt in die Masse rein. Und wir können sie auf Deutsch machen und dann austesten, wie seine Reaktion ist. Und ja, genau. Man erkennt ja dann an der Gestik, Mimik, ob er uns versteht. Ja, also ihr merkt, wir haben einen Schlachtplan für den nächsten Mr. Olympia. Dann geht es direkt mal zu Cedric McMillan. Aber das ist so ein Side-Fact, der mir so die letzte Woche schon so ein bisschen Kopfzerbrechen, ein bisschen, hat mich jetzt ein bisschen ins Grübeln gebracht, wie sowas zustande kam. Aber ja, ist ja vielleicht auch mal lustig für euch zu wissen, dass auch wir davon namhaften Athleten geblockt werden auf Instagram. Also man blockt nicht nur die Ex-Freundin oder irgendjemanden, den man nicht leiden kann, der seine Story nicht gucken soll. Das ist auch bei uns der Fall. Ja. Ich würde mal weitermachen mit einem ganz kleinen Thema. Also ich muss eine Lanze brechen. Ja. Johannes Lukas. Wir hatten das letztes Mal so ein bisschen drüber lustig gemacht, über den Song. Ihr werdet euch dran erinnern. Ich fand's nicht, ich habe mich nicht lustig gemacht, ja. Ja. Also ich habe meinen Unmut geäußert. Ja. Richtig, ja. Ja, es war. Ja, es wir war haben uns, wir haben uns dazu geäußert und das wird ihm wahrscheinlich nicht so gefallen haben. Das kann sein. Darum, ja. Darauf will ich gar nicht hinaus. Ich will darauf hinaus, dass ich glaube, also auf Spotify ist doch immer Release Friday und ich glaube, letzten Freitag vor einer Woche hat der Deutschrapper Sio, ihr werdet ihn wahrscheinlich kennen, wenn ihr Deutschrap hört, kommt aus dem Camp von Xatar, Alles oder Nichts Records, einen Song über Testosteron veröffentlicht. Wir haben dazu eine kleine News gemacht und ich habe mir den Song dann angehört und da muss ich sagen, der macht das professionell. Der war jetzt nicht so viel schlechter als der Song von Johannes Lukas. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich höre Deutschrap auch. Ja. Gerne. Aber da muss ich sagen, viel, viel schlechter. Du fandest Sio auf einer, also nochmal ganz wichtig, nicht Sido, sondern Sio. Ja, ja, für ja, alle, genau, die jetzt glauben, wir sprechen hier über Sido. Nein, Sio. Du fandest Sios Song auf einem ähnlichen Level wie Johannes Lukas. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich schmeiße die These jetzt in den Raum mit der Gefahr, dass mich jetzt dann keiner mehr leiden kann, der Deutschrap hört. Aber hört euch den Song an. Also wirklich man, unvoreingenommen. Man muss sagen, Sio ist ein Rapper und er kann rappen. Und Sio ist auch ein Rapper, der hat so ein sehr, er hat einen Humor, der, glaube ich, so erstmal stumpf wirkt, aber dann, wenn man zuhört, dann merkt man, wie genial es ist. Er ist so einer, er bekommt es hin, so dieses, dass dieses Geniale super einfach klingt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, Johannes war doch auch super einfach. Ja, aber es war scheiße. So. Aber das ist so simpel und geil, was so Sio oftmals macht. Und er hat so einen asozialen Humor. Ich feiere das auf jeden Fall. Ich muss jetzt sagen, ich fand den Track auch nicht voll geil von Sio. Aber es ist für mich ein anderes Level als Johannes Lukas. Und an der Stelle fällt, also ich bin ja jemand, ich bin jetzt 32, ich bin so mit deutschen Rap auch aufgewachsen. Ich habe früh so damals Dynamite Deluxe Soundsystem, also schon mit so 12, 13 hat man da die Sachen gehört. Assad Leben, die CD, die habe ich damals noch gekauft oder vielleicht auch bei Müller mitgehen lassen, das weiß ich jetzt nicht mehr. dann Agro Ansage Nummer 1, da war ich so beim Splash damals so, boah, da war ich so 5, 16 oder so, da ist die Sekte noch im Zelt aufgetreten. So. Mhm. Alle, die jetzt so ein bisschen Bescheid wissen, die können dann so einordnen, okay, der hört jetzt Deutschrap nicht erst seit alle rappen la la la, lululu, die Shisha brennt. Ja. und da ist mir aufgefallen, eigentlich in all den Jahren, also ich habe auch schon immer fand ich ja Muskeln cool und habe früh angefangen zu trainieren. Und damals war es so sehr, sehr selten, dass ein Rapper, ein deutscher Rapper, übers Pumpen gerappt hat. Und ich weiß noch, es gab ein Lied von der Sekte Feat Bushido. Das ist, glaube ich, auf der Ansage Nummer 2 drauf. Oder 1, ich weiß es nicht mehr.
Und da rappt Bushido, ich drück dir 80 Kilos, ich hab abnormale Muckis. Würde das jetzt heutzutage einer sagen, dass er 80 Kilo drückt, dann würde man sagen, okay, wenn du eine Frau bist, stabil. Aber damals dachte ich so, okay, krass, geil. Ja. Ja. Da ist jetzt mal so was mit Pumpen und Muskeln. Und es war damals wirklich eine Seltenheit, dass das so stattgefunden hat. Dann kamen so die ersten Rapper, Kollega, der hat dann auch so öfters mal von Bodybuildern und Pumpen und Testo gesprochen. Aber das Problem war, die waren alle nie kredibil. Also die hatten alle null Credibility. Keiner von denen sah nach irgendwas aus. Und dann kam der erste deutsche Rapper, der dann er war breit, das war dann massiv, aber er hatte halt so diesen typischen Kanacken-Türsteher-breiten Look, also halt so Wasserbüffel, ja. Ich hatte mit Massiv auch mal über diese Zeit gesprochen damals. Ich weiß gar nicht, der hat da irgendwie 130 Kilo oder so gewogen, natürlich sehr viel Fett und Wasser, sagt er auch so, auch viel gestofft, viel. Eine sehr schlechte Ernährung gehabt. Aber er war damals dann der erste breite Rapper, aber er hat noch nicht über Stoff gerappt. Und ja, erst danach kamen dann immer mehr Rapper, die dann auch mal so ein bisschen Body hatten, die dann darüber auch gerappt haben. Aber bis heute fehlt mir ehrlich gesagt so der authentische, kredibile Rapper, der auch einen Body hat. Und ich rede jetzt nicht von Kollege, der im guten Licht mit Pump auch mal ein bisschen stabil aussieht, sondern wirklich mal ein Rapper, der nicht jetzt wie ein Tim Budesheim aussieht, ja, also wenn es wie Tim Budesheim aussieht, dann bist du kein Rapper, ja, aber so jemand, der einfach so ein gutes Level hat. Ja, kann ich dir beipflichten, Ich wollte jetzt auch keine Grundsatz-Rap-Diskussion losdrücken, aber schreibt es uns mal in die Kommentare, also ich verstehe Sio schon, aber ich vergleiche trotzdem im Endeffekt einen Bodybuilder mit einem professionellen Rapper. Und ja, also ich fand es jetzt nicht geil. Ich fand den Song von Sio einfach nicht geil. Ich fand den Song von Johannes Lukas nicht geil. Aber jeder darf da gern seine eigene Meinung haben. Schreibt es wirklich mal in die Kommentare, wenn ihr beide Songs anhört. Findet ihr einen Riesenunterschied, ist zu erkennen, oder ist da... Ist es wirklich auf einem ähnlichen Niveau, wie ich jetzt sagen würde, vom Endprodukt einfach her? Wie hört sich's an, ja? Ich fand den Sio-Song jetzt auch nicht stark und auch dieses Testo E. Ich fand das so, da nimmt man ein Thema, was so, wo man weiß, damit kann man so ein bisschen schocken, aber er hat keine Kredibilität und was ich nicht so feier, ist, wenn die Leute keine Nüsse haben und dann sich so sarkastisch und lustig an so ein Thema rangehen. Kennst du noch damals Brutus Brutalus und Sefio Anabolica? Das waren die einzigen Rapper, die haben das ernst gemeint mit dem Stoff. Ja. Und dieses Mixtape, danke an denjenigen, der mir mal so ein Soundcloud-Link geschickt hat, von ihrem, keine Ahnung, die haben da nur über Stoff verticken gerappt. Es war auch alles nicht gut und nicht irgendwie von der Soundqualität gut, aber es war, die haben es ernst gemeint. Und dann finde ich das auch cool. Dann hat das sowas. Aber so dieses immer, ich finde es immer doof, wenn man an so ein Thema, was ja für viele schon ein ernstes Thema ist, immer so mit diesem, weißt du, so lustig rangeht, dass man sich auch nicht angreifbar macht. Ja, also ich finde, ich habe damit auch ein Problem, wenn dann so ein Sio oberkörperfrei speckig auf einem Bären drauf sitzt. Irgendwie und dann so Testo sich so lustig. Ja, es ist immer so ein sich darüber lustig machen, wo ich mir denke, so, ey, komm, du hast keine Eier, so, du nimmst das nicht, oder wenn du es nimmst, dann gibst du es nicht zu, aber dann lass es so. Ja. Dann lass das Thema den echten Leuten. Ja, auf jeden Fall. Hätten wir schon einen Kreis Richtung Deutschrap geschlagen heute. Aber lass uns zurückkommen zum Sport, zum Bodybuilding. Am Wochenende war die Dennis James Classic. Mhm. Es gab einen Amateurwettkampf. Da hat auch ein deutscher Athlet den Profi-Status erlangt, der Tunde Chris Taylor in der Classic Physik. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Die
Pros in Deutschland, die mehren sich ja so in der letzten Zeit. Auch der Urs Kaleschinski hat eine Woche vorher erst bei der Iceland Open die Procard in der Classic Physik geholt. Mhm. Meiner Meinung nach mit 21 eine mega Linie, ein mega Körper, also sehr, sehr viel Potenzial, muss man echt sagen. Kommt aus Stuttgart, schöne Grüße an der Stelle, wer es nicht weiß, ich komme auch direkt aus Stuttgart? Ja, aus Stuttgart-Degerloch. Okay. Studiert in der Schweiz. Ein Schwab. Ja, also ein Schwab. Genauso wie du auch eigentlich, ein ursprünglicher. Der Urs ist ein Schwab. Ganz genau, ja. Weiß ja bei dir, wissen bei dir auch nicht viele. Bei mir weiß es auch keiner. Bei mir, letztes Mal habe ich einen Kommentar gelesen, ihr sitzt doch im gleichen Büro in anderen Räumen und tut so, als wärt ihr hier das krasse Remote-Team. Aber nein, ist wirklich so. Also ich sitze daheim in Stuttgart und Marcel sitzt in Berlin. Das ist wirklich so. Yeah. Also wenn hier hinter mir diese Säulen sind, dann bin ich immer im Office. Und sollte es hinten anders aussehen, dann bin ich zu Hause. Und Danny ist die allermeiste Zeit zu Hause. Der macht Homeoffice. Ganz genau. Aber zurückzukommen zur Dennis James Classic, da haben dann beide Athleten, also sowohl der Tunde Chris Taylor als auch der Urs, ihr Debüt gefeiert in der Classic Physik, weil bei der Dennis James Classic gab es auch einen Profi-Wettkampf, allerdings nur in der Classic Physik. Mich würde aber so, deine Meinung würde mich interessieren, zur allgemeinen Situation, zur Entwicklung dahingehend, dass wir ja jetzt schon sehr viele deutsche Pros dazugekommen haben in letzter Zeit. Würdest du sagen, es ist gerechtfertigt, dass jetzt auch mehr deutsche Athleten, nicht nur amerikanische Pros vorhanden sind? Oder würdest du sagen, es wird jetzt schon so ein bisschen inflationär verteilt, das Ganze? Also es gibt heutzutage mehr Möglichkeiten, Profi zu werden, weswegen dieser Profi-Status nicht mehr auf so ein Podest steht, wie es mal war. Ich freue mich natürlich immer für die Athleten, jetzt auch zum Beispiel die Wiebke, die ja Bikini-Pro geworden ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Pro-Verkündigungen ich diese Woche, dieses Jahr in den News schon hatte, aber so viele hatte man wahrscheinlich noch nie. Also insgesamt finde ich es eigentlich schon cool, aber man muss halt aufpassen oder die Verbände müssen halt aufpassen, dass das Niveau ein hohes bleibt. Ich finde es so schwierig, damals mit heute zu vergleichen. Heute hast du natürlich viel, viel mehr gute Athleten als damals. Also so jemand wie der Urs, vor 20 Jahren mit 21, das gab es nicht. Ja, aber das ist eben das, was wir in einer unserer ersten Podcasts gesprochen haben. Heutzutage sind halt viele Athleten viel jünger, viel weiter, weil sie viel früher viel mehr richtig machen. Und dementsprechend gibt's früher oder bekommen sie früher die Pro-Card. Es gibt schon sehr, sehr viele Pro-Cards und man muss schon sagen, also ganz viele von denen werden nie irgendwie großartig was reißen. Und dann muss ich sagen, dann wird der Profisport halt sehr verwässert. Ich finde auch, man muss immer erkennen, wer ist ein Profi und wer ist ein Amateur. Und aktuell ist für mich schon oftmals so, dass ich das nicht mehr eindeutig erkennen kann. Also diese Kluft zwischen guten Amateuren und weniger guten Profis, die halt mal bei einem Wettkampf mitgemacht haben, wo das Teilnehmerfeld relativ schwach war, das passt, also das beobachte ich jetzt halt immer mehr. Ich rede jetzt nicht von den deutschen Athleten generell, sondern weltweit. Also es werden ja jetzt auch mehr Italiener, Franzosen und Engländer Profi. Es ist ja nicht nur, dass jetzt irgendwie die Deutschen da bevorzugt werden, sondern generell werden mehr Profis, mehr Pro-Cards verteilt. Auch in den USA werden mehr Pro-Cards verteilt, was dafür sorgt, dass mehr Athleten da sind mit einer Pro-Card. Aber ich habe so nicht unbedingt das Gefühl, also ich sehe es so sehr zwiespältig. Okay, also ich muss auch sagen, wenn man mal so auf Instagram durch den Feed scrollt und dann so ein bisschen auf die Profile geht und andere Leute, unbekannte Leute aufmacht, da sieht man schon jetzt relativ häufig so das IFBB-Pro auftauchen. Man denkt sich so oft, oh, der ist auch ein Pro.
Also, ja, das habe ich wirklich oft. Ja, ja, so, ja, oh, okay, der ist ein Pro. Respekt, ja. Welche Klasse guckst du dann erst? Genau. Überlegst du, in welches Klasse, genau, da passt der rein? Ist yeah, vielleicht ein Men's Physikathlet oder so? Yeah. Also kein Disrespect an Men's Physikathleten, aber die haben ja natürlich weniger Masse als jetzt ein Open Bodybuilder. Aber das fällt mir sehr häufig auf. Ich finde es trotzdem gut, vor allem, dass es auch jetzt die Möglichkeit gibt, für deutsche Athleten sich die Pro-Card in Deutschland zu holen, gerade bei der Dennis James Classic, durch die Spaltung jetzt von IFBB Amateur und IFBB Pro League vor, ich glaube, 2 Jahren oder so, hat sich da einfach sehr viel getan. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, auch in Europa. Früher, da musstest du dir die Pro-Card verdienen. Da wurdest du auch so mit dafür empfohlen vom Verband, glaube ich, als es alles noch so miteinander verstrickt war. Und jetzt ist es ja so, da kannst du dann einfach auch mal nach Frankfurt fahren und die Pro-Card holen. Das finde ich so prinzipiell gut. Aber man muss schon mal überlegen, so in der Neuzeit, Gannikus Beginn, denke ich jetzt mal zurück, so an 2014. Boah, da gab es nicht viele deutsche Profis. Markus Rühl war da schon. Ronny Rocke, Ronny Dennis Rocke. Wolf, ja. Wen gab es denn dann noch 2014? Boah, ich glaube, ja, sehr eng. Also mir fällt jetzt ehrlich gesagt keiner auch ein. Nicht, mir auch nicht. Und Matthias Botthoff. Der war Pro, ja, stimmt. Ja. Der hat 2011, glaube ich, seine Pro-Card geholt, stimmt. Aber der war nie so wirklich aktiv bei den Pros. Yeah. Und jetzt, also jetzt, wenn ich jetzt anfange aufzuzählen, Kevin Gebhardt, also gibt jetzt Hoffmann, bestimmt 15, Adolf Burkhardt, 15 Pros. Ja, und dann gibt es ja noch die Pros aus anderen Verbänden. Ja, genau, Elite-Pros, genau. Ja, also W, BFF, etc., ja. Also, ja, also da ist echt eine Schar an Profis, was ich jetzt fürs deutsche Bodybuilding natürlich gut finde und jetzt gerade so die von mir genannten Enrico Hoffmann, Kevin Gebhardt, Adolf Burkhardt, Tim Budesheim, David Hoffmann, es sind schon auch Athleten, die haben meiner Meinung nach eine Chance, auch mal einen Wettkampf zu gewinnen. Also es ist jetzt nicht so Fallobst, wie man im Kampfsport sagen würde. Das finde ich jetzt gut, aber dass jetzt wirklich jeder gefühlt eine Pro-Card holen kann, wenn er sich den richtigen Wettkampf aussucht, das finde ich so die falsche Entwicklung, muss ich ehrlich sagen. Ja, also sehe ich genauso. Und das sorgt halt nicht unbedingt für eine Leistungssteigerung dann. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, bei den großen Wettkämpfen, wenn dann wirklich sich die Besten der Besten messen, ja, da sieht man dann ja, dann sieht man ja auch, wie weit kommen dann gewisse Pros. Und ich finde jetzt nicht, dass bei Profi-Wettkämpfen das Niveau gesunken ist, außer in der offenen Klasse. Da finde ich das Niveau nicht mehr so stark, wie es mal war. Aber in allen anderen Klassen finde ich, dass das Niveau immer höher wurde. Ja, kann man so festhalten, auf jeden Fall. Also Classic-Physik und 212er-Klasse dieses Jahr beim Olympia fand ich schon geil. Also auch bei den Frauen. Also ich finde auch, die Frauen entwickeln sich sehr, sehr stark, werden immer muskulöser. Das Lustige ist ja, dass die Frauen-Bodybuilding-Klasse wurde ja abgeschafft, weil die Frauen zu muskulös waren. Ja. Und was ist jetzt die höchste? Women's Physique. Ja. Wenn man sich jetzt die Mädels anguckt, die sind schon sehr, sehr, sehr stabil. Ja. Und da geht das ja hin. Also immer mehr Muckis auch bei den Frauen. Daher, ja. Ja, ich glaube, ja, die haben jetzt die Frauen-Bodybuilding-Klasse wieder zum Mr. Olympia gebracht, zum einen wegen dem Freak-Faktor, zum anderen, weil sich die Women's-Physik-Athletinnen sowieso in die gleiche Richtung entwickelt haben. Ja. Und du brauchst jetzt wieder irgendwie eine Abstufung, dass es nicht völlig aus dem Ruder gerät. Und auch einfach die Zuschauerzahlen. Also die Leute, die Menschen, das Publikum, die wollen einfach Freaks sehen. Wegen was gehst du auf Mr. Olympia? Du willst einen Big Ramy sehen, du willst einen Ronnie Winkler sehen. Klar, ist so ein Chris Bumstead nice anzuschauen, aber du willst die Monster. Sind wir ganz ehrlich, es ist so. Ja. Ja. Aber zurück zur Dennis James Classic. Die Ergebnisse, du hast sie angeguckt, oder? Ja. Wir hatten in den Top 6 3 deutsche Athleten, obwohl eigentlich eine Woche vor dem Wettkampf gar nicht klar war, dass am Ende 4 Athleten aus Deutschland starten. Also David Hoffmann war der Einzige, der sich sehr weit im Vorfeld schon bereit erklärt hat, dort zu starten, seine Mr. Olympia-Qualifikation zu holen, hat es dann auch gepackt, meiner Meinung nach verdient. Ja. Man hört immer die Stimmen, ja, da ist jetzt ein Event, das ist mitgesponsert von ESN und dann gewinnt nachher ein ESN-Athlet. Aber ganz ehrlich, guckt euch die Bilder an, guckt euch die Fall, also auch wenn man da jetzt, es gibt da natürlich schon Vorlagen, wo man sagen kann,
okay, oh, ja, das sieht schon so ein bisschen gemauschelt aus, aber seine Form war hervorragend und absolut verdient. Ja, man tut sich da, glaube ich, auch keinen Gefallen damit, wenn man jetzt als Mitveranstalter wie der Dennis James als Organisator auftritt und vor den Wettkämpfen solche Formulierungen wählt, wie wir machen das schon mit der Olympia-Qualifikation. Da tut man sich halt keinen Gefallen, vor allem aus dem Grund, weil einfach gar keine Konkurrenz da ist, um dem David gefährlich zu werden. Also da ist man lieber mal ruhig, würde ich sagen, lässt Form und Taten sprechen und dann ist da trotzdem alles klar. Also da würde dann im Nachhinein niemand drauf kommen, jetzt zu sagen, ja, hätte der David eigentlich nicht gewinnen dürfen. Aber wenn eben solche Sätze fallen, die hast du dann gesagt, die nimmst du den Leuten nicht mehr aus dem Kopf. Ich finde es immer schade für den Athleten, weil am Ende, ja, kann er ja so gesehen auch nichts dafür. Ja, ESN ist sein Sponsor. Ja, ESN sponsert das Event. Ja, soll er jetzt da nicht mitmachen? Ja, er ist mit dem Dennis James befreundet, meines Wissens nach. Ich finde es so generell schwer. Also jetzt waren vier deutsche Athleten dabei, die eigentlich alle so gut abgeschnitten haben. Ich will jetzt den Judges immer nichts unterstellen, aber mir ist schon aufgefallen, egal in welchem Land, die heimischen Athleten, die performen schon immer irgendwie besser in der Heimat, wo man sich fragt, woran liegt das? Ja? Ziehen die immer so viel Wasser, wenn sie viel reisen? Oder hat man da nicht vielleicht doch einen kleinen Heimbonus? Gut, muss man festhalten. Es ist natürlich auch so, dass eine Reise in einen anderen Ort, in ein anderes Land, jetzt nicht cool ist für eine Wettkampfvorbereitung. Du hast es einfacher, wenn du Frankfurter bist und in Frankfurt bei einem Wettkampf startest, als wenn du jetzt in die USA fliegst. Aber ich gebe dir recht, man hat schon oft den Eindruck, dass dann die USAler in den USA auch. Ja, oder auch, wenn in Osteuropa Wettkämpfe sind, dann sind die Osteuropäer meistens vorne. In Italien gewinnt der Italiener und so weiter. Also, ja, bei Ronny Rocke gab es ja auch so einen Wettkampf in China, da hat dann ein Chinese gewonnen. Genau, ja. Es ist schon so eine Geschichte, die. Auch Ronny in England, da. Sagen, kann man sich auch über die Platzierung streiten, ob da nicht ein Platz weiter vorne verdienter gewesen wäre. Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt in dem Fall, wie gesagt, in dem Fall 100%, ja. Klar, ist klare Geschichte. Aber was so sehr überraschend war, was man auch, ich glaube nicht mal eine Woche, das war glaube ich 3 Tage vorher, der Mike wird es vorher gewusst haben, aber der Mike Sommerfeld ist auch in der Classic Physik gestartet, obwohl er ja noch eine Woche vorher beim Romania Muscle Fest in der 212er Klasse an den Start gegangen ist, war so sicherlich für viele überraschend, einfach weil er auch es nicht so kommuniziert hatte. Dennis James zum Beispiel und auch andere werden ihm schon gesagt haben, du hast eigentlich, hey, eine gute Linie für die Classic, versuch's doch mal dort. Hat er dann auch gemacht, ist direkt Zweiter geworden, muss man dann auch sagen, eigentlich ganz, ganz knapp an der Mr. Olympia-Qualifikation vorbei, wenn man es so sieht. Jetzt geht's mal davon aus, und David Hoffmann kann nicht mitmachen, weil er irgendwie, keine Ahnung, sich ein Quadrizeps abreißt. Und dann bist du auf einmal bei Mr. Olympia. Also es ist schon sehr knapp gewesen. Ich glaube, es war so ein guter Step für den Mike Sommerfeld aus einem einfachen Grund. Könnte er vom Körper in der offenen Klasse bestehen? Glaube ich schon, dass er da so die Voraussetzung dafür hat. Ich weiß jetzt nicht, ob er die gesegnetste Genetik hat, aber so grundlegend von der Struktur, was man so als Außenstehender sagen kann, würde ich sagen, ja. Ich glaube aber bei ihm, ohne dass ich ihn jetzt kenne und ohne dass ich jetzt das irgendwie böse meine, aber ich glaube jetzt nicht, dass er das Mindset hat, wie es ein Athlet in der offenen Klasse haben muss. Also da musst du schon so ein sehr, sehr spezielles Mindset haben. Ich habe das so gemerkt, als ich zum Beispiel Nathan Lee Escher kennengelernt habe und mit dem auch trainiert habe. Und da nichts gegen den Mike, aber ich glaube jetzt nicht, dass der auf Bodybuilding so sieht wie Nathan Lee Escher. Und das musst du aber, wenn du in der offenen Klasse bestehen willst. Und daher ist es, glaube ich, für ihn schon ein guter Move gewesen, da in die Classic Physik zu gehen, wo er ja jetzt eher das Problem hat, dass er vielleicht ein Ticken zu schwer ist und vielleicht auch es gut für ihn ist, wenn er das ein oder andere Kilo abwirft, damit die Form einfach noch so ein bisschen besser in die Klasse passt und die Condition ein bisschen besser ist. Weil ich fand die noch nicht, also die fand ich jetzt nicht Mr. Olympia-reif, die Condition.
Also er war viel, viel härter, als er es sonst schon war. Ich glaube, er sagt es auch selber, war seine Bestform bisher, die er da unter Neil Hill jetzt gebracht hat. Ich denke auch, dass er so von der Grundstatur durchaus das Zeug hätte, in der offenen Klasse zu bestehen. Da müsste er aber schon deutlich noch aufbauen, was natürlich auch zum einen mit sehr viel Arbeit zusammenhängt und zum anderen natürlich, wir wissen es alle, auch die nötigen Mittelchen nach oben geschraubt werden müssen, was natürlich nicht die gesündeste Geschichte ist, vor allem wenn man schon mit einer Krankheit zu kämpfen hat. Ich glaube, der Mike hat eine Lebererkrankung. Genau. Eine Lebererkrankung, ja. Ist für mich dann einfach auch eine vernünftige Entscheidung zu sagen, ich gehe in die Classic-Physik, weil man einfach auch nicht mit Kanonen schießen muss im Zweifelsfall, sondern deutlich humaner agieren kann, weil man eben nicht so schwer sein muss. Die Frage ist halt immer, wie sieht's aus mit diesem Gewichtslimit, was es eben in der Classic-Physik gibt? Also es war jetzt so, ich habe recherchiert, es gab ein Rep-1-Video, da wurde vor Dennis James gepostet, also sowohl der Urs als auch der Mike haben da gepostet. Und da wurde schon so ein bisschen drüber geredet, geh doch in die Classic. Und da kam dann auch das Thema Gewichtslimit zur Sprache und das Thema Körpergröße. Und da standen dann Dennis James und Mike Sommerfeld Rücken an Rücken. Und der Dennis James ist selbst ausgewiesene 1,73 Meter groß. Und der Mike, glaube ich auch, laut diversen Portalen, er sagt aber selbst, er ist eigentlich eher 1,70 Meter. Und man sieht auch, der Dennis James war da im direkten Vergleich größer. Und wenn du jetzt eben diese 1,70 Meter nimmst, dann darfst du eigentlich in der Classic Physik plus 87 Kilo wiegen. Und der Mike hat bei der Dennis James Classic über 90 gewogen. Also er war im Romania Muscle Fest, war, glaube ich, 92, noch mal was, ich nicht fest, hat dann ein bisschen runtergemacht noch. Und um in dieses Gewichtslimit reinzupassen von, ich glaube, es sind genau 200 Pfund, was man schwer sein darf, mit 1,73 Meter, sind umgerechnet 90,7 Kilo. Da ist er jetzt letztendlich gelandet, aber eigentlich ist er so groß nicht. Die Frage ist halt, was ist da wieder passiert? Das wirft dann wieder Fragen auf. Wir hatten schon drüber diskutiert, warum wird Bodybuilding nicht als professionell wahrgenommen und angesehen, weil halt dann Afros mitgemessen werden oder irgendein Athlet steht da in Schuhen oder was auch immer. Der andere nicht. Ja, weil die Frage ist halt dann schon, da ist halt meiner Meinung nach dann auch die Kritik berechtigt. Da startet ein deutscher Athlet in Deutschland, der hat super ausgesehen, also für mich auch ein zweiter Platz, völlig gerechtfertigt, aber hätte der überhaupt starten dürfen, weil ist der so groß, um diese 90, was weiß ich, wie viel Kilo wiegen zu dürfen? Also ich finde das so sehr unklug, sollte man da irgendwas tricksen mit der Körpergröße, denn er will ja ganz groß rauskommen. Und er wird dann ja auch international starten. Und natürlich hier in Deutschland hat man immer den Bonus, wenn man Deutscher ist. Aber startet er jetzt irgendwo anders auf der Welt, wird er den Bonus nicht haben. Und dann werden sie halt ihn korrekt vermessen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass das ihm auf die Füße fällt, sollte jetzt hier getrickst worden sein. Ja, also es kann natürlich gut passieren, dass du nach Amerika fliegst oder Italien, wobei David Hoffmann war auch in Italien, da war auch ein bisschen komisch. Also, ich habe die Szene immer noch im Kopf, da habe ich so im PC gesessen und im Kopf geschüttelt. Wie schwer willst du sein und wie groß? Ah ja, okay, dann machen wir es irgendwie passend. Und da kann man sich halt dann, wenn man solche Szenen schon mal im Kopf hatte, vorstellen, dass es eben woanders auch so läuft. Und wenn eben ein Mike Sommerfeld neben dem Dennis James steht und der Dennis James ist gefühlte 3 Zentimeter größer und ist 1,73, der wird ja jetzt auch nicht sagen, ich bin 1,73, wenn er in echt 1,78 groß ist, weil größer ist ja immer cooler irgendwie. Da ist dann für mich schon letztendlich die Frage, was wurde da jetzt gemacht, dass der Mike dann doch mitmachen kann, weil zwischen 87 Kilo und 90,7 ist ja schon ein relativ großer Sprung, den man da hat, und ich glaube, da wäre er dann nicht hingekommen. Und das bringt mich dann auch gleich weiter, wenn ich dann überlege, wie könnte das in der Zukunft aussehen. Klar, du kannst härter werden, du kannst noch Gewicht verlieren. Kommst du dann irgendwann auf die 87 Kilo, wenn sie dich anders oder kleiner vermessen? Fraglich. Kannst du dich dann noch großartig verbessern?
ist halt dann auch die Sache, weil du kannst ja nicht mehr zunehmen. Also du musst es eigentlich wieder abbauen. Du bist dann zwar dann irgendwann hart mit 87 Kilo, aber außer die Reife reinbekommen in die Muskulatur, dass es einfach so diesen grainy Look bekommt, kannst du es nicht mehr irgendwo anbauen, was jetzt andere Athleten können. Ja, aber ich glaube, wenn man so eine längere Vorbereitungszeit hat, dann kann man schon dieses anvisierte Gewicht eher hinbekommen mit einer besseren Form, das glaube ich schon. Ja, und vor allem auch, er kann ja dann auch zum Beispiel so ein bisschen langsamer laden und dann gucken, wie sich das Gewicht entwickelt. Kann dann vielleicht auch jetzt sich auf Körperpartien konzentrieren, die er in der Vergangenheit vielleicht so nicht in den Fokus genommen hat, weil er halt immer auf diesem mehr, also mehr Masse war. Ja. Und wenn man Masse zulegen will, also an den Armen nimmt man halt jetzt nicht so viel Masse zu, ja, sondern das ist dann halt doch, sind es eher Beine, Rücken, generell so der Torso. Also ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt so ein bisschen, sag ich jetzt mal, vielleicht die Messung, da wurde ein Auge zugemacht, aber in Zukunft sollte er das gut hinbekommen. Ich will es aber auch ihm nichts unterstellen. Ja, sollte es so sein, dann hat er jetzt halt Glück gehabt und in Zukunft muss er dann halt, muss ihm klar sein, dass er da nicht immer Glück haben wird. Ja, es ist, wie gesagt, nie irgendwie despektierlich gegenüber dem Athleten. Ich meine, der kann da ja nichts dafür. Also wenn der USA-Staatsbürger in den USA bevorzugt wird, dann sagt er ja, also wen kennst du, der dann im Endeffekt sagt, komm, da hat jetzt jemand anderes gewonnen oder irgend sowas. Ja. Also da kann jetzt der Mike nichts dafür, wenn die den einfach da durchwinken. Aber man muss eben überlegen, was passiert, wenn du in die USA reist, einen Wettkampf machst. Werde ich da dann größer gemessen, dann kannst du in die Sauna gehen und gucken, dass du es noch irgendwie rausgeschwitzt bekommst, obwohl du eh schon tot bist in den meisten Fällen. Also da muss man sich halt fragen. Aber würdest du an Mikes Stelle in der Classic Physik bleiben oder würdest du wirklich in die offene gehen? Weil für die 212er Klasse, muss man auch ganz klar sagen, ist er eigentlich trotzdem noch so einen halben Kopf zu groß. Da ist er nicht konkurrenzfähig. Also da lege ich mich fest, weil er einfach zu groß ist. Ja, also ich habe es auch gar nicht verstanden mit der 212er. Ehrlich gesagt habe ich jetzt gerade das letzte Jahr relativ viele Athleten gesehen, die in die 212er sind, aber die hatten ein Problem, was sie wahrscheinlich sonst nie in ihrem Leben haben, dass sie zu groß sind. Und du siehst dann einfach, du siehst dann einfach gegen einen Flex Lewis und wie sie alle heißen, siehst du nicht so stark aus. Ich an Mike Schelle, ich würde in die Classic-Physik-Klasse gehen, weil ich glaube, er ist so einfach vom Kopf her mehr der Classic-Physik-Typ. Wenn du in der offenen Klasse bestehen willst, dann musst du schon echt nur eine sehr, sehr große Fuck-off-Einstellung haben und ein wirklich brutales Arbeitstier sein. Und ich glaube, das sind jetzt so Komponenten. Ich will jetzt nicht sagen, dass er faul ist oder ähnliches, aber ich glaube, er ist schon einfach eher so von seiner Art her jemand, der so mehr in dieses, am Körper feilen. Ja. Das ist, glaube ich, eher seins und nicht so dieses Ballern, ja. Ja, also in der offenen Klasse, da musst du natürlich wirklich auch Raubbau betreiben an deinem Körper. Da musst du Force feeden, da musst du die Gewichte kloppen, das kracht, da musst du die Mittelchen hochschrauben bis ins Unermessliche teilweise bei manchen Athleten. Und ich finde, ist einfach eine vernünftige Entscheidung auch mit Hinblick auf seine Vorerkrankung, in die Classic Physik zu gehen und zu sagen, so hey, ist eine geile Klasse, ich habe eine super Linie. Also der Mike ist jetzt keiner, der da reingehen müsste, weil er irgendwie, keine Ahnung, da bessere Chancen hat. Woanders zu schlecht ist. Ja, weil er jetzt irgendwie nicht das Zeug datu hätte, in der offenen Klasse zu starten, von der Grundstruktur her. Man kennt ja viele Athleten, so ein George Peterson, der packt es nicht in der 212, obwohl er es jetzt wieder versucht, aber der ist so absichtlich in die Classic Physik gegangen und hat so nichts mit Classic Physik zu tun. Warum die das machen, ist mir schon klar, aber das müsste der Mike jetzt nicht machen. Der hat Er passt da gut rein. Der passt da einfach super rein, hat eine super Linie. Ja. Und wenn ich mir dann überlege, ist immer so schwierig zu sagen, als Mitte 20-Jähriger will ich am Ende, keine Ahnung, 70 oder 80 werden.
dann würde ich mich aus Vernunftsgründen einfach entscheiden, da in eine geile Klasse zu gehen, die immer mehr Hype bekommt, die auf dem aufstrebenden Ast ist auf jeden Fall. Und da bin ich schon, würde ich sagen, konkurrenzfähiger als Mike Sommerfeld, als wenn ich jetzt in die offene Klasse gehe. Ja, ich denke auch, so für die Zukunft, da hat er eher die Chance, Erfolge zu feiern, als in der offenen Klasse. Das, ja, ganz klar. Ich glaube auch, da ist die Konkurrenz einfach zu groß und das, was man dafür geben muss, ist einfach für ihn auch zu viel und für die Classic-Physik-Klasse ist es so, das ist eher so der Rahmen, wo er reinpasst, würde ich sagen. Ja, finde ich auch. Also wäre für mich eine ganz klare Entscheidung. Sehen übrigens auch unsere Instagram-Follower so. Also ich habe gestern mal eine Umfrage gepostet, ob der Mike Sommerfeld seine Zukunft eher in der Classic-Physik sehen sollte. Haben 82% der Befragten auch so gesehen. Also okay. Nur 18% waren der Meinung, nee, er soll eher in die offene Klasse gehen, statt mit den klassischeren Körpern sich zu messen. Also finde ich auch eine relativ klare Sprache, was ich da gesprochen habe. Aber wie gesagt, man muss eben aufpassen, wie es so ist mit dem Gewichtlimit. Da kann es dann auch mal in die Hose gehen, wenn man nach Italien fährt und die Offiziellen da sagen, nee, du heute nicht, weil du bist eigentlich bloß 1,69,5 Meter und bist 3 Kilo zu schwer. Ja. Und was ich dann aber im Verhältnis krass finde, ist jetzt so ein Urs, der Neuprofi ist, riesig gefühlt neben den anderen und Sechster wurde schon bei seinem Profi. Finde ich auch eine krasse Leistung eigentlich und war auch verdient meiner Meinung nach, hat einfach eine mega Linie, klar fehlt da Muskulatur, klar fehlt da noch ein bisschen die Härte, aber jetzt überleg dir mal, der hat noch, jetzt nimmst du ein bisschen Härte, ein bisschen Gewicht weg. Also gibst Härte dazu, nimmst Gewicht weg. Ohne diese Hypothese, ohne diese mehr Härte, hätte er jetzt, wenn er so auf der Bühne gestanden wäre, nochmal 10 oder 11 Kilo mehr wiegen dürfen im Profi-Gewichtslimit. Stell dir das mal vor, kauf dir mal 10 Kilo Rinderhüftsteak beim Aldi und bau das mal an deinen Körper dran, was der für ein Potenzial hat. Also finde ich echt krass, dass wir da so einen Athleten haben, der in Zukunft. Der kann wirklich, da sieht auch top aus, also passt super in diese Klasse rein, muss ich echt sagen. Der hat Potenzial, da wirklich auch mal auf der großen Bühne zu stehen und einen großen Wettkampf zu gewinnen. Ja, er darf nur nicht den Fehler machen, jetzt mit der Brechstange ranzugehen, weil dann versaut er seine Linie. Ja. Muss geduldig sein, aber ja, mit 21, also das Problem ist, mit 21 ist man nicht geduldig, ja, aber er kann es sich auf jeden Fall leisten. Ja. Also wenn du überlegst, David Hoffmann ist 39 jetzt, er ist 18 Jahre älter, was der noch vor sich hat. Ja. Also wenn du da jetzt und ein hast, David Hoffmann hat jetzt nicht vor 20 Jahren angefangen, auf Classic Physik zu trainieren. Genau. Das ist ja auch nochmal ein sehr, sehr großer Unterschied. Ja, also das ist ganz klar, wenn man da überlegt, was da für ein Potenzial ist, da brauchst du jetzt halt jemanden, eine Art Mentor, der dir auch sagt, so ey, Junge, halt mal einen Ball flach. Alles mit der Zeit, alles mit der Ruhe. Und dann gib mal 4 Jahre, dann bist du 25. Oder bist entweder das oder er, wichtig ist halt so die Vision. Und wenn er das jetzt schon selber so sieht, wenn er jetzt zum Beispiel für sich sagt so, wow, ich will so Chris Bumstead, ja, das ist so mein Leitbild jetzt, an dem will ich mich orientieren. Ja, dann kann es schon gut klappen. Also jetzt ist es ja so, die Classic-Physik-Klasse ist sehr, sehr beliebt und daher, glaube ich, kann man da schon ein junger Athlet, der kann da schon so drin seine Zukunft sehen, ohne jetzt so die riesen hellseherischen Fähigkeiten zu haben, wie man das noch vor 3 Jahren gebraucht hat. Ja, auf jeden Fall. Also finde ich den richtigen Move, sowohl für den Urs als auch für den Mike, da ihre Zukunft zu sehen, nichts mit der Brechstange zu machen und Vernunft walten zu lassen. Was jetzt mit Classic Physik nicht mehr so viel zu tun hat, auch auf der Dennis James Classic aber stattgefunden hat, ist ein Gastposing. Und zwar mit Adolf Burkhardt und Big Ramy. Hast du es gesehen? Hast du die Bilder angeguckt? Ja. Also da muss man echt sagen, Adolf, gerade 138 Kilo schwer, brachial, wie Sau, ein bisschen kleiner nochmal als der Big Ramy. Trotzdem imposant, natürlich verwässert, ein bisschen speckig, was aber auch gewollt ist. Also ist jetzt nicht so, dass er das kommunizieren würde. Der isst halt mal gern Eis oder einen Donut, sei ihm auch gegönnt. Aber wenn du jetzt anguckst, so ein Big Ramy im Vergleich, 10 Kilo schwerer, bisschen größer, massiv härter,
Und was ich halt beeindruckend finde, ist so diese Schulterbreite, dieses Schlüsselbein, was der mitbringt, wenn der daneben steht. Also da kannst du, Smarlow kann sich ja auch nochmal ein guter Athlet werden, aber der wird an den Bikrami aus dem Grund schon nicht rankommen können, weil er einfach die genetische Grundvoraussetzung nicht mitbringt und kein so breites Schlüsselbein hat. Und das ist halt echt krass für mich zu sehen. Also beim Bikrami, da kommen halt die perfekten Faktoren zusammen. Das halt einmal sind es die Muskeln, die Muskelbäuche und dann die Knochenstruktur. Und wie du schon sagst, der hat halt wirklich so ein Schlüsselbein. Ja. Dann eine relativ schmale Taille für seine Ausmaße. Ja. Und dann sieht das einfach mega aus. Und wenn du halt auf ein breites Schlüsselbein Muckis draufpackst, dann sieht das immer gut aus. Dann kann auch die Hüfte relativ breit sein. Siehe Jay Cutler. Das war jetzt nie einer, der irgendwie so eine Taille hatte. Aber es hat halt von den Proportionen her immer gepasst, weil Jay Cutler auch ein mega breites Schlüsselbein hatte. Und Adolf hat auch ein breites Schlüsselbein, aber dann siehst du halt, wenn er neben jemand steht, der einfach so den Gott da geküsst hat, was die Genetik angeht, dann ist halt so deine gute Genetik immer noch viel schlechter als jemand, der eine sehr, sehr gute Genetik hat, wie ein Bikrami. Also Bikrami trainiert ja noch nicht mal 10 Jahre, glaube ich. Ja, also so richtig auf Profi-Bodybuilding-mäßig, glaube ich. Ich glaube, der war nach 4 Jahren, war der doch Profi. Ja, Bikrami. Total. Ja. Wenn du das anguckst, wo der jetzt steht. Und der war zwar Zweiter bei Mr. Olympia schon, aber der war jetzt nicht so, dass er dran gesägt hat an dem Stuhl schon. Und wenn du dann nochmal guckst, wie sieht so ein Neuprofi neben einem Elite-Athlet aus, finde ich schon beeindruckend, diese Ausmaße. Und es ist jetzt auch überhaupt gar nicht böse gegenüber dem Adolf gemeint. Nein. Sie lässt mich jetzt aussehen wie ein kleines Kind. Yeah. Aber so echt so, also wenn du dann wirklich am Gott vorbeigelaufen bist morgens bei deiner Geburt und der gesagt hat, ja komm, kriegst du nochmal eine extra Portion Genetik mit auf den Weg, da siehst du halt dann einfach, da kannst du arbeiten, wie du willst. Wenn der Gas gibt, ist halt einfach lights out. Ich finde das so ganz interessant und ich glaube auch, es ist so gut, dass es die Leute sehen, denn ich sehe, und das habe ich jetzt schon oft angesprochen, aber ich sehe es halt immer, ich sehe es jeden Tag, dass so viele junge Athleten, auch ehrlich gesagt viele ältere, aber gerade bei den jungen Athleten, die haben so eine Kopfwäsche von Social Media, weil da wird ihnen so viel Zucker immer in den Arsch geblasen, was für krasse Bodybuilder sie doch sind und dass sie doch mal alles abräumen werden und nichts gegen den Adolf Burkhardt, aber wie du schon richtig gesagt hast, wenn dann halt mal jemand, ein richtiger, gestandener Profiathlet neben ihm steht, dann siehst du halt der große Unterschied. Dann siehst du, dass da doch eine riesen Lücke noch ist. Und ich glaube, das tut so gut, einem Adolf, aber auch den anderen, da mal zu sehen, dass nur weil du irgendwie auf Instagram ganz gut aussiehst und im Club der Breiteste bist, deswegen bist du noch lange kein Profi und deswegen ist noch lange nicht gesagt, dass du mal ein gestandener Profi wirst. Ja? Adolf ist ja schon ein Profi. Ja? Aber also, wenn man sich jetzt das mal angeguckt hat, den Bikrami und den Adolf, siehst du da einen Adolf bei Mr. Olympia? Ja, schwierig, aber es ist auf jeden Fall ein krasser Unterschied. Also wenn so von den Athleten auf Bikrami-Niveau noch ein paar daneben stehen, da ist schwierig für dich auf jeden Fall eine gute Platzierung zu machen aus so einem Wettkampf. Weil, muss man ja auch mal sagen, klar ist so geil, ich finde es auch gut, wenn jetzt so ein Steve Bentin zu Mr. Olympia fährt, so ein geiles Erlebnis nimmt man mit, aber auch der wusste schon vorher, ich nehme das jetzt mit, ich weiß da aber nichts. Ist so cool, aber ich finde es halt dann... Ich war jetzt schwierig. Mal dabei nach, weiß nicht wie viele Jahren, Jahrzehnte Bodybuilding bei Steve Bentin, aber es ist halt wirklich nur noch mal so, dass man selber das so miterlebt hat, aber ja, das sollte jetzt ja nicht der Grund sein, warum man Profi wird. Nee, weil da muss man ja sich auch selber mal so die Frage stellen, okay, Profisport, das kostet viele Entbehrungen, ich habe keinen normalen Beruf, der Vermögensaufbau etc., also das, was ein normaler Mensch ja macht, ja, macht eine Ausbildung, Studium, dann hat er einen Beruf, steigt in den Beruf auf, lernt eine Frau kennen, setzt Kinder in die Welt. Das ist als Profi alles viel, 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 viel schwerer, weil du halt ein sehr unsicheres Einkommen hast.
sehr, sehr unsicheres Einkommen. Und da muss man sich schon wirklich die Frage stellen, wenn man Jungprofi ist, warum mache ich das? Für was mache ich das? Und vor allem, wenn ich alles auf eine Karte setze. Wenn du es jetzt Tim Budesheim, der müsste eigentlich alles auf eine Karte setzen, weil der hat für mich definitiv das Potenzial, bei den Profis wirklich was zu reißen. Er ist aber so sehr, sehr, er ist schon meiner Meinung nach zu vernünftig. Und dadurch verspielt er das vielleicht, ja, dass er mal bei den Profis weit vorne mitspielt, obwohl er ja echt einen super, super Job macht, aber wer zwei Hasen fängt, hat am Ende vielleicht keinen. Ja. Aber bei einigen anderen muss ich sagen, wenn ich dann sehe, dass sie so all in gehen, Jungs, Mädels, müsst ihr echt gucken, seid mal ehrlich zu euch, ja, und jetzt denkt nicht nur aus der Bodybuilder-Sicht, sondern denkt auch mal aus der Lebenssicht, aus der Lebensperspektive, ja, wo kann ich mir was aufbauen, ja, und viele Instagram-Follower, die sind vielleicht ganz toll fürs Ego und da kriegt man auch aktuell eine Dose Eiweiß mehr hinterhergeschmissen, ist so, ja, mag sein, aber was ist in 5 Jahren, was ist in 10 Jahren, ja. Ja, ist auf jeden Fall muss man da relativ früh schon, glaube ich, eine vernünftige und weise Entscheidung treffen, weil ich glaube, du rutschst da auch so ein bisschen rein. Ronny Rocken hat es, glaube ich, mal so gesagt, dass er eigentlich dann auf einmal halt Profi war und dann war ich halt Profi und dann habe ich halt mal weitergemacht. Weil du musst ja dann jetzt eigentlich sagen, jetzt bist du ein Adolf Burkhardt, bist, keine Ahnung, 5'26", bist Profi geworden und musst dann entweder sagen, immer weiter all in, mal gucken, was dabei rauskommt, oder sagen, ich schlage jetzt einen komplett anderen Weg ein. Nachdem du jetzt, sage ich jetzt mal, 3-4 Jahre mit einem Sponsor an deiner Seite relativ gut gelebt hast, sage ich jetzt mal, für dafür, dass du Profisportler warst, bist du ja letztendlich, wenn du den ganzen Tag isst und trainierst und guckst, dass du Mittagsschläfchen machst, um genügend Regeneration zu bekommen, bist du ja ein Profisportler, der wirklich den ganzen Tag lebt. Da musst du dann jetzt wieder sagen, okay, ich gehe, keine Ahnung, in die Schlosserei, in die Tischlerei oder, keine Ahnung, Dachdecken. Ist halt die Frage, wer ist in dem Alter so vernünftig? Wärst du so vernünftig, dass du sagen würdest, hey, ich gehe jetzt bewusst diesen Schritt nicht, Profi zu sein, sondern nehme den vernünftigen Weg. Vor allem dann, wenn jemand anderes oder viele andere neben dir sind, die sagen so, hey, du bist krass, du bist krass, du bist krass. Auch deine Eltern sagen so, hey, mein Sohn ist Profi-Bodybuilder und so. Du weißt, wie das ist. Diese Leute, die neben dir stehen und dich kritisieren, die sind nicht zuhauf da. Da muss man, glaube ich, schon sehr, sehr, sehr selbstreflektiert sein, um zu sagen, okay, ab jetzt wieder volle Power in Richtung herkömmliches Leben, sage ich jetzt mal. Also, ich will niemanden irgendwie das absprechen, dass er Großes leisten und großer werden kann in seiner Sache. Aber man muss schon realistisch rangehen. Das ist wichtig, weil sonst verrennt man sich in etwas. Und im Bodybuilding würde ich jetzt mal behaupten, zeichnet es sich schon relativ früh ab, wer und was man werden kann. Ja. So, und wenn man eben merkt, man vergleicht sich ja auch dann international mit Leuten, wow, da ist jetzt einer irgendwie, der gibt halb so Gas, aber sieht dreimal so gut aus wie ich und macht bessere Fortschritte wie ich, obwohl der gar nicht so viel gibt, dann muss man so ja selber eigentlich schon ins Grübeln kommen. Und es ist halt, Bodybuilding hängt schon sehr, 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 sehr stark von der Genetik ab. Gerade, also wir reden jetzt nicht davon, ganz, ganz wichtig, irgendwie in Form zu kommen. Ja, ja. Das ist was anderes. Wir reden hier von professionellem Bodybuilding. Ja, und wir reden hier jetzt beispielsweise auch von jemandem, der in der offenen Klasse bestehen will. Ja, und da glaube ich schon, dass es sich so früh abzeichnet, ob man dafür das Nötige mitbringt oder nicht. Und sollte man das nicht mitbringen. Ich sag auch gar nicht, dass man dann von diesem Weg abkommen muss. Man muss dann halt so sehr pfiffig sein. Und zum Beispiel jetzt ein Adolf, wird er jetzt mal bei Mr. Olympia sein? Weiß ich nicht.
Wird er bei Miss Olympia mal in die Top 6 kommen? Kann ich mir, also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Ich würde es ihm gönnen, ich würde es mir wünschen, aber ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Aber nichtsdestotrotz kann er natürlich als Bodybuilder, als Fitness-Personality schon mit der ganzen Sache sein Geld verdienen, langfristig oder vielleicht auch dauerhaft. Er muss halt sich dann etwas einfallen lassen. Also viele Persönlichkeiten in dieser Szene, in der Branche, die verdienen ihr Geld mit Fitness, mit Bodybuilding und sind auch keine Wettkampfathleten. Bestes Beispiel, Rich Piana, so, der hat so eine Zeit lang wahrscheinlich mit am meisten Kohle verdient und ja, er war auch mal Wettkampfathlet, aber Rich Piana ist das beste Beispiel. Ja, der war auch mal auf einer Bühne, aber das war ja jetzt kein Begnadet, der war ja jetzt nicht mit einer super Genetik gesegnet. Das kann man bei ihm ja überhaupt nicht sagen. Aber er hat was draus gemacht. Und da müssen eben die vielen Profis, die jetzt in der Welt herumspazieren, die müssen sich halt so darüber im Klaren sein, habe ich wirklich das Zeug, ein mega geiler Sportler zu werden, der da wirklich vorne mitspielt und aufgrund dessen sich in dieser Branche, in dieser Szene beweisen kann und auch aufgrund dessen Geld verdienen kann? Oder bin ich vielleicht einfach nur, zum Beispiel ein Adolf, der hat ja seine Entertainment-Qualitäten, das ist ja ein Entertainer, oder bin ich halt so ein Bodybuilder, eine Personality und baue einfach da drumherum mir etwas auf und bestehe dann so praktisch in dieser Szene, in dieser Branche und verdiene mein Geld. Und dann hat man ja am Ende des Tages auch alles richtig gemacht. Aber ich finde es falsch, irgendwie da irgendwie jetzt so zu tun. Oh ja, jeder kann alles schaffen, wenn er will. Wenn man nur will, dann wird jeder Bodybuilding-Profi. Nein, wird man nicht. Ja? Also auch wenn ich jetzt 180% geben würde, ich würde keinen Blumentopf gewinnen. Ich würde natürlich mal eine Berliner Meisterschaft oder sowas gewinnen können. Das kann schon sein, ja, wenn irgendwie das Teilnehmerfeld nicht besonders stark ist. Ja, aber für mehr wird es jetzt bei mir da nicht reichen. Ja, und dann brauche ich auch die ganzen Schulterklopfer, die man da bekommt. Die sind dann zwar nett, aber da muss man echt so sehr, sehr ehrlich zu sich selber sein. Ja. Muss man gucken, werde ich wirklich mal ein Elite-Sportler? Bin ich jemand, der da oben mitspielt, der in die Fußstapfen von, wer ist denn so ein typischer Athlet, der immer oben mit dabei war, aber nie irgendwas so richtig gewonnen hat? Lass mich mal überlegen. Ja, auch ein Rolly Winkler hat jetzt noch nie so einen Titel geholt. Richtig. Aber man muss einfach sagen, das ist natürlich schon jemand, das ist gut, dass er professionelles Bodybuilding macht und da vorne mit dabei ist, weil den Körper, den er hat, den hat so kein Zweiter. Und bei ihm sage ich auch, wenn der mal richtig in Shape kommt, dann ist ja auch alles möglich für ihn. Ja? Aber man muss jetzt sagen, wenn man nicht der Typ ist, wo es heißt, wenn du mal richtig in Form bist, dann ist alles möglich, dann sollte man ehrlich zu sich selber sein. Ja, also es ist wirklich nicht immer so, dass der mit dem dicksten Arm die meiste Kohle verdient, was viele ja aber, glaube ich, immer noch denken, dass es so ist, ist de facto nicht so. Und wie du sagst, mit den Schulterklopfern ist so ein großes Problem. Wir hatten das schon mal angesprochen, dass halt gerade so aus der deutschen Szene, auch in der Forenlandschaft, dann immer so sehr viel gehypt wird auf die deutschen Athleten. Und das tut halt auch diesem Athleten selber dann nicht unbedingt gut, weil man kriegt einfach eine ganz andere Selbstwahrnehmung, die wird getrübt, verfälscht und denkt dann nachher wirklich, aber wie du sagst, man muss sich die Frage stellen, kann ich da wirklich mal so angreifen, dass ich dort in den Top 6 stehe? Und da ist ja nicht nur das Mindset wichtig, dass du ackerst und ackerst und ackerst, weil Genetik gibt es ja auf so vielschichtigen Ebenen, dass du musst ja eine gute Genetik haben, um Muskeln aufzubauen. Du musst allgemein eine Genetik haben, dass die Muskeln schön aussehen. Du musst eine Genetik haben, dass du nicht so schmerzempfindlich bist. Ja, dass du auch so gute Gelenke hast. Also ich könnte nie Bodybuilder werden. Ich sitze hier seit einem halben Jahr daheim und kann nicht ins Training, weil mir alles wehtut. Weil meine Gelenke, die wären gar nicht dafür ausgelegt, um das zu machen. Und das ist jetzt keine Ausrede. Also ich würde gern fünfmal die Woche ins Training und Vollgas geben. Aber es geht halt einfach nicht. Kann ich gut Muskeln aufbauen? Vielleicht habe ich schlechte Gelenke. Ja, passt es dann zusammen, um professioneller Bodybuilder oder Kraftsportler zu sein? Nee, geht nicht. Und dann gibt es noch andere Genetik,
wie du auf Stoff reagierst, ob du die Nebenwirkungen verträgst, ob du Nebenwirkungen bekommst. Der eine kriegt in der ersten Testokotiten, der andere nimmt 3 Gramm und dem passiert gar nichts. Also es sind so viele Sachen, die damit reinspielen. Das vergessen die Leute immer, habe ich so das Gefühl. Ja, und ich glaube, so ein Faktor, den man als Außenstehender kaum sieht, der aber sehr, sehr wichtig ist, und deswegen habe ich das vorhin auch bei Mike Sommerfeld gesagt, was hat man für Nehmerqualitäten? Einmal so vom Mindset, vom Kopf, was kann man nehmen, was kann man wegstecken, wie viele Schläge kann man wegstecken, aber auch wie viele Schläge kann der Körper wegstecken. Ja? Schläge, was eine sehr eintönige Ernährung angeht, Medikamentenmissbrauch etc. etc. Training, ja, ich habe mit Nathan D'Escher trainiert, so, der drückt 80 Kilo Kurzhanteln. Frage ich ihn, hast du da nie irgendwie Schmerzen? Sagt er, doch, natürlich habe ich Schmerzen. Ja, dann gibt's eine Ibo vorm Training und gut ist. Ja. So, und dann frage ich, ja, und machst dir da nicht Kopf drüber? Sagt er so, ich bin Profi-Bodybuilder, das gehört dazu. So, ist man so ein Typ, der da so diese Fuck-Off-Einstellung hat? Deswegen meinte ich vorhin, kann ich mir jetzt bei einem Mike Sommerfeld zum Beispiel nicht vorstellen, ja? Kein Disrespekt und sonst irgendwas. Der trainiert härter als ich im Gym, das ist so keine Frage, ja? Aber es gehört halt sehr, sehr, sehr viel dazu, um da zu bestehen. Und da muss man sich eben, es gehört viel, viel mehr dazu, als jetzt nur irgendwie 5-mal die Woche zu trainieren und pünktlich zu essen. So, und das müssen die Leute mal verstehen und dann würden sie nicht immer bei jedem auf die Schulter klopfen und sagen, du wirst der nächste Profi und dich sehen wir irgendwann bei Mr. Olympia. Weil natürlich, klar, wenn jetzt dein Sponsor das mitmacht und du 18 Wettkämpfe mitmachst pro Saison, dann bist du vielleicht auch mal für Mr. Olympia qualifiziert, aber ist es dann Sinn der Sache? Ist es Sinn des Sports? Das ist ja eigentlich nicht so. Ja, also du sprichst es gerade an, ist auch ein brandaktuelles Thema. Sich für den Mr. Olympia qualifizieren, Roman Fritz, wir haben heute einen Artikel dazu veröffentlicht, will nächstes Jahr an 6 Wettkämpfen teilnehmen, mindestens. Mhm. Also sein Plan lautet bis jetzt 6 Wettkämpfe. Also er will bei der Arnold in Südamerika, er will bei der UK Pro starten, er will bei der Indie Pro starten, bei der New York Pro, bei der Toronto Pro und dann noch entweder bei der California Pro oder bei der Puerto Rico Pro, je nachdem, wofür er sich entscheidet. Die Wettkämpfe sind am gleichen Tag, sind dann summa summarum 6 Wettkämpfe, die er da macht. Da ist es dann natürlich irgendwann wahrscheinlich, dass man sich nach Punkten für Mr. Olympia qualifiziert, wenn man sich jedes Mal einigermaßen gut platziert. Nur ist es Sinn der Sache am Ende dann? Also da muss ich mir ehrlich gesagt die Frage stellen, warum will er das machen? Will er irgendwie nächstes Jahr viel von der Welt sehen? Dann ist cool. Und Bodybuilding machen? Also meine ich jetzt gar nicht irgendwie respektlos, wenn er dann einen Sponsor hat, der das mitmacht. Also das ist ja cool, ja, also dann ist doch cool, dann sieht er was, kann seine Leidenschaft ausleben. Also alles geil so, ja. Aber jetzt muss man mal so denken, so dieses Champion-Mindset. Und ein Champion, der sagt, ich mach ein Ding mit und dann rock ich das und dann bin ich qualifiziert. Und das höre ich jetzt da nicht raus. Das klingt jetzt für mich eher so wie jemand, der einen coolen Lifestyle leben will und einen coolen Bodybuilding-Lifestyle leben will, aber es klingt jetzt für mich nicht nach einem, der sagt, ich will nächstes Jahr im Profizirkus alles rasieren. Also ich glaube beim Roman schon, dass seine Taktik ist, komme was wolle, um alles in der Welt bei Mr. Olympia einmal zu stehen und dass er eben Punkte sammelt. Also so habe ich das Gefühl. Ich glaube, er hat so die Aussage getroffen, dass er nach Las Vegas nicht mehr reist als Zuschauer, sondern bloß noch als Teilnehmer. Und da ist so für mich klar, worauf das im Endeffekt hinausläuft, dann, dass er viele Punkte sammeln will. Aber man will ja trotzdem, also so, keine Ahnung, Spaß haben und mal dort stehen in Las Vegas, in der Orleans Arena hin und her. Aber du willst doch nicht nach 6 Wettkämpfen oder eventuell 7 oder 8, weil danach kommt auch noch, keine Ahnung, Vancouver Pro und Chicago Pro und Tampa Pro, wo du dann auch noch rein könntest, um Punkte zu sammeln. Da willst du doch nicht wie ein Schluck Wasser in der Kurve beim Mr. Olympia noch irgendwie auf die Bühne krebseln, nur dass du mal da gestanden bist. Also es ist, weiß nicht, ob es erstrebenswert ist. Ich vermisse da so ein bisschen diese Gewinnermentalität, diese
diesen Hunger, diese Passion. Also wenn ich jetzt überlege, so hättest du Kevin Leroney damals gefragt, was hast du nächstes Jahr vor? Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass früher Profis gesagt haben, ich mache 8 Wettkämpfe und wenn ich dann bei Mr. Olympia nicht 17., sondern 16. werde, alles cool. Also das fehlt mir so ein bisschen da. Ja, da hat, wenn du nur Kevin Leroney gefragt hättest, was geht nächstes Jahr, hätte er gesagt, ich hole mir das Ding. Ich hole mir das Ding. Ja. Und dementsprechend waren auch die Wettkämpfe. Ja. Und finde ich jetzt auch so eine interessante Entwicklung, dass halt heutzutage aufgrund der Sponsoren und durch Social Media, man muss ja immer wieder neuen Content liefern und ein Wettkampf ist natürlich besserer Content als zu Hause aus dem heimischen Gym und aus der heimischen Küche und dann machen da Athleten viele Wettkämpfe, nur um mitzumachen, aber gar nicht mehr um zu gewinnen, also das finde ich so eine sehr interessante Entwicklung, die jetzt aber für mich, ich finde es so interessant und ich gönne das denen allen auch, aber wenn ich jetzt so an das sportliche Niveau denke, ich bin echt der allerletzte, der sagt, früher war alles besser. Ja. Aber man muss einfach sagen, in den Nullerjahren oder 90er Jahren, vielleicht hat man das nicht mitbekommen von den Athleten, aber ich glaube, damals hat kein Sponsor das mitgemacht. So, jetzt machst du nächstes Jahr eine Welttournee und die hat dann ihr Ende in Las Vegas. So, ja. Hauptsache, dass du einmal sagen kannst in deiner Karriere, ich stand mal in Las Vegas auf der Bühne. Also diese Attitude, behaupte ich, die hat es damals nicht gegeben, sondern da war schon so, ich will das Ding gewinnen, ich will mich mit den Besten der Besten messen. Und nicht, mir kommt das so ein bisschen jetzt so vor, mittlerweile bei manchen wie so ein Tourismustrip. So, ja. Ich will jetzt mich auch mal am Hollywood-Wahrzeichen fotografieren, so nach dem Motto. Ja, es ist auf jeden Fall ein interessanter Blickwinkel, den du da ansprichst, weil es ist natürlich Content, der da nachher bei rumkommt, wenn jemand auf 6 Wettkämpfe fährt, in die ganze Welt hinaus, nach Brasilien, nach London, dann, keine Ahnung, nach Kanada und in die USA und wieder zurück. Da entsteht schon viel Content, ist natürlich, die Leute wollen es immer sehen, wenn jemand in Form ist und eher nicht so, wenn die aufgedunsenen Masseschweine sind, sage ich jetzt mal, und die wollen sich dann auch meistens nicht so gern zeigen, aber ich finde auch, ist es erstrebenswert, am Ende dann in Las Vegas zu stehen, dein 7. Wettkampf innerhalb von 3 oder 4 Monaten und du bist einfach nicht mehr in der Lage, dich in bestmöglicher Form zu präsentieren, weil du einfach total ausgelaugt bist. Also hätte ich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Ist so, weiß nicht. Also, wie soll ich sagen? Ich komme noch so aus einer Zeit, wenn du da einen Sportler verfolgt hast, dann aus dem Grund, weil dieser Sportler, der wollte das, was er gemacht hat, gewinnen. Und natürlich gab es auch damals Sportler, wenn du damals vor, weiß nicht, 15 Jahren in der Nationalmannschaft von Uruguay gespielt hast, dann hast du ja auch nicht gesagt, wenn du zur WM gefahren bist, wir sind Favorit, wir hauen die Brasilianer und die Italiener mal kurz weg und gewinnen das Ding. Das ist mir schon klar, aber so beim Bodybuilding, wo man dann ja doch auch nochmal gesundheitlich etwas ganz anderes dafür gibt, da muss ich jetzt schon sagen, dass es so mittlerweile mich eher an so ein Bodybuilding-Tourismus erinnert, um da jetzt auch mal irgendwie so sein Foto und sein Video zu haben, aber so vom Sportlichen her, so diese Hunger, diese Passion, so ich gebe alles, ja, so ein Andreas Münzer, der ist gestorben, weil er alles gegeben hat, da muss man sich mal, der ist gestorben, weil er alles gegeben hat, ja, und dann hast du Leute, die sagen, nächstes Jahr mache ich eine Welttournee, die endet in Las Vegas, so, das ist dann eine andere Zeit und meine ich jetzt auch gar nicht respektlos oder sonst irgendwas, aber das ist halt, das sind ja so gewisse Vibes, so eine gewisse Stimmung, die da auch mitschwingt, die ich heutzutage dann teilweise echt so sehr, das ist halt nicht so, das nicht so diese 100%, diese 1000% Passion. Ja, die Bodybuilder in den 90ern, Nullerjahren, die hatten wirklich diese Fuck-auf-alles-Einstellung. Und da lag dann auch ein Ronnie Coleman mal einen Tag vorm Olympia in der Badewanne mit Eiswürfeln und so Geschichten. Ist es gesund? Nein. Ist es
viel gesünder, wenn man 7 Wettkämpfe macht, um dann mit dem 8. zum Mr. Olympia zu fahren. Also die Blutwerte will ich auch nicht sehen am Ende. Nee. Also wieso machst du das Ganze dann? Für ein Foto in Las Vegas ist für mich irgendwo zu wenig. Also klar, dass du da nicht gewinnst, ist eigentlich auch keine Frage. Wenn da jetzt nächstes Jahr ein Roman Fritz oder wer auch immer von unseren Deutschen hinfährt, der wird das Ding nicht gewinnen. Ist ganz klar, aber du möchtest ja trotzdem in deiner besten Shape auf der Bühne stehen. Und dann machst du eben im Frühjahr irgendeinen Wettkampf, keine Ahnung, Arnold Classic Brazil. Und dann guckst du halt, dass du das Ding irgendwie gewinnst. Oder, keine Ahnung, Indie Pro oder so. Und dann hast du nochmal ein halbes Jahr, kannst dich voll ganz darauf vorbereiten, bei Mr. Olympia auf der Bühne zu stehen. So Moment of a Lifetime mäßig. Mhm. Und abzuliefern. Und du kannst ja nicht mehr abliefern nach 7 Wettkämpfen. Es geht einfach nicht. Also ich erinnere mich jetzt so an zum Beispiel den Ronny Rockel und Dennis Wolf, als die damals 5. und 6. wurden. Mhm. Da hat auch keiner davor gesagt, die wären 5. und 6. Aber die sind da hingegangen und die haben alles gegeben. Und am Ende waren 2 deutsche Athleten in den Top 6. Und zwar nicht, weil sie gesagt haben, so, das ist jetzt der Abschluss von unserer Urlaubsreise, sondern weil sie halt wirklich alles gegeben haben. 110% rein und dann 5. und 6. Platz. Und das ist dann ja auch ein geiles Ergebnis. Haben sie es gewonnen? Nein, aber das Ergebnis ist so phänomenal. Phänomenal. Ja. Und du kannst mir nicht erzählen, dass so ein Ergebnis zustande kommt, weil du sagst, ja, jetzt, nächstes Jahr guck, will ich, Hauptsache ich bin dabei, ja, und die Wettkämpfe davor, ja, wenn es nicht mit den ersten 3 klappt, ist ja egal, weil ich mache ja 5, 6 Stück und dann kriege ich schon so viele Punkte, dass das schon klappt und dann bin ich auch mal dabei gewesen. Also da kannst du mir nicht erzählen, dass ein Ronny Rockel und ein Dennis Wolf diese Einstellung damals hatten. Ja, also an alle, die jetzt sagen, oh, alle, wir reden alle schlecht. Nein, geht nicht darum, alle schlecht zu reden. Es gibt ja Leute, die haben schon abgerissen, ja, und die gibt's ja immer wieder. Aber wenn ich sowas höre, dann höre ich da nicht raus, höre ich keinen Menschen, der vorhat, alles abzureißen. Ja, also es ist schon so, dass da sind wir wieder bei den sozialen Medien, die da sehr viel kaputt machen, weil früher, als ein Ronny Rockel und Dennis Wolf in die Top 6 kamen, Dennis Wolf war ja sogar mal Dritter beim Mr. Olympia, da war es nicht so, dass man nach Las Vegas gefahren ist, dass man sich da mal vor dem Schild fotografieren hat lassen und dann irgendwie auf Instagram und auf Facebook ein Bild hochgeladen hat, dass man mal da war, sondern da gab es kein Social Media, da ist man dorthin gefahren und hat den, da stand wirklich dieser sportliche Gedanke im Vordergrund und da wollte man einfach sein Bestes an diesem Tag geben. Und jetzt ist es halt so, jetzt sagst du schon, also damals hat auch niemand irgendwie ein Dreivierteljahr vorher gesagt, was er nächstes Jahr dann irgendwie, wie viele Wettkämpfe er da plant und was weiß ich. Klar hattest du dein Ziel, dein Qualifikationswettkampf, auf den du getimt hast, aber du hast jetzt nicht gesagt, ja, dann mache ich da und dann reiß ich da weiter. Man hatte das Ziel, man macht einen Wettkampf, den man gewinnt. Ja. Und nicht, ich mache 15 Wettkämpfe, gewinne 15 Mal einen Trostpreis und dann darf ich halt doch noch am Ende mitspielen. Ja. Ja. Und nur, ist dass du sagen kannst, ich fahre dahin und bin auch mal dabei, mich fotografieren zu lassen auf der Mr. Olympia-Bühne. Weil nichts anderes ist es ja im Endeffekt. Ja. Würde man genauso handeln, wenn es die Social Media nicht gäbe, ist die Frage. Genau, das ist so ein sehr, sehr guter Punkt. Und dann muss man am Ende, auch wenn das deutsche Athleten sind und wenn dann solche Athleten mit einem nicht so tollen Ergebnis nach Hause kommen und man das dann auch so deutlich sagt, dann kann es nicht sein, dass man dann dafür irgendwie angefeindet wird. Aber gut, das ist dann nochmal so ein anderes Thema. Wir sind, wir sind jetzt schon bei 1:13. Ja, ich habe auch kein anderes Thema mehr. Ich würde am Ende bloß eine Frage dann in dem Bezug noch in den Raum werfen. Wen siehst du denn bei Mr. Olympia in den Top 6 als deutscher Athleten in der Zukunft? Ich sehe jetzt da in der offenen Klasse, kann ich das nicht sagen. Ich kann jetzt so mir schon vorstellen, dass ein David Hoffmann vielleicht das packt in die Top 10. Ein Mike Sommerfeld könnte ich mir jetzt schon auch vorstellen. Der müsste halt jetzt so sich dann früh qualifizieren und dann sehr, sehr darauf fokussieren. Da glaube ich schon auch, dass der gute Chancen hat, weil der hat so eine gute Struktur dafür, muss man sagen. Mhm. Der hat sich zum Glück noch nicht so verbaut. Ansonsten, ich finde Roman Fritz, der hat so mit einer der besten Körper, die man haben kann. Also finde ich so mega, mega gut. Aber das gefällt mir gut.
Ja? Aber im Vergleich zu anderen Mr. Olympia-Teilnehmern fehlt da halt das Fleisch. Also ein Roman Fritz mit 10 Kilo mehr, vielleicht sogar auch 15 Kilo, ich weiß nicht. Ja, auch relativ groß, ja. Ja, der sieht nicht schnell verbaut aus. Der hat eine super geile Linie, aber der braucht halt einfach mehr Fleisch. Ja. Ja, also da würde ich ihn dann schon weit vorne sehen, aber wenn er nächstes Jahr 6 Wettkämpfe macht, dann wird der nicht 10 Kilo draufpacken. Vor allem, er ist ja sowieso einer, der, glaube ich, so sich sehr schwer tut, seine gute Form zu verlieren. Aber also ich sehe jetzt da keinen in der offenen Klasse bei Mr. Olympia. Okay, also ich würde auch sagen, offene Klasse, Top 6, wird auch mittel- oder langfristig schwierig. Also wirklich auch Top schwierig. 10. Ja, Top 10. Echt, also muss man wirklich sagen, wird echt schwierig. Also ohne jetzt jemandem was absprechen zu wollen, aber Mr. Olympia ist halt Mr. Olympia. Wenn du dann siehst, wer da auf der, wenn du siehst, Cedric McMillan landet auf Top auf dem 10. Platz, stell den mal irgendwie neben irgendeinem von uns. Stopp, einen habe ich vergessen. Tim Budesheim. Bei dem könnte ich mir wirklich vorstellen, dass er mal in die Top 10 kommt bei Mr. Olympia. Ja, Top 10, meine Frage war ja Top 6, also Top 6 ist ja schon echt ein geiles Ergebnis. Also Top 10 auf jeden Fall. Top 10, glaube ich. Das kann er schaffen. Kann er schaffen, ja. Okay, also ich würde da beipflichten, ich sehe da auch ehrlich gesagt in Top 10 auch in Roman Fritz, aber da muss halt einfach mehr Fleisch drauf. Also wenn Roman Fritz Fleisch drauf packt, gar keine Frage, weil er hat das, was die Leute haben wollen, der hat eine super geile Linie. So, gar keine Frage. Aber wenn er nächstes Jahr auf Kaffeefahrt geht, dann wird das nichts. Ja? Ja. Tim Budesheim hat für mich so, der ist einfach unfassbar brutal, unfassbar massiv. Er scheint das ja alles gut hinzubekommen mit Family, Frau, Beruf, Studieren etc. Also bei dem glaube ich schon auch, dass er da, Tim, der kann weit kommen. Der kann echt weit kommen. Ja, Tim war ja schon bei der California Pro letztes Jahr, oder dieses Jahr war das ja, war dieses Jahr, ja, Zweiter. Mhm. Also da war es ja auch ganz knapp, dass der da vorbeigeschrammt ist und sowas. Das war auch so Geschmackssache, fand ich jetzt auch. Ja, es gibt ihm noch 2-3 Jahre, also der Top 10 sehe ich da auch drin. Die Frage ist halt immer auch bei einem Roman Fritz, der versucht ja, glaube ich, schon relativ lange von seinen 120 Kilo Richtung 130 zu kommen. Also du bist ja auch mit Supersprit irgendwann mal an einem genetischen Limit. Also du kannst du dein genetisches Limit hochschrauben, wenn du von Natural auf Supersprit wechselst. Und dann ist ja trotzdem irgendwo die Messlatte. Ja, nur, also ich verfolge jetzt nicht den Roman Fritz Tag und Nacht, aber ich habe den noch nie mit Hamsterbacken gesehen. Ja. Und nein, man muss jetzt kein Dirty Bulking und sonst irgendwas machen, aber um aufzubauen und gerade, man muss jetzt keine Illusion machen, als Profi, der schon harte Stoffmengen fährt, da ist es nicht möglich, nicht auch mal hier ein bisschen, dass man da ein bisschen sieht, dass der Stoff und auch die Kalorienzufuhr hoch ist. Das geht halt mit dem Insulin, mit dem vielen Testo etc. gar nicht. Dann hast du da noch ein paar orale Sachen dabei, DK und alles ja, die langen ja schon gut zu. Fett sind die ja nie, also die sehen halt nicht aus, aber die haben viel Wasser. Richtig, ist da ja richtig. Drin. Siehst du ja bei einem Adolf, der hat ja jetzt auch kein KFA von 20, sondern der hat jetzt mal 15. Ja, das ist vielleicht ein KFA von 14-15%, aber der ist halt aktuell voll. Ja, der ist voll. Ja. Ja, und dementsprechend sieht er auch aus. Und das, ich sag jetzt auch nicht, dass man wie Adolf aussehen muss, um Muskeln, also um da noch was drauf zu packen. Ja, aber Roman Fritz, der ist halt immer, der sieht für mich immer aus, als ob der jetzt einen Posing-Schlüpper drunter hat und wenn der Farbe drauf hätte, dann kann er den hier auf der Bühne machen. Und so packt man halt dann nichts drauf. Ja, also Roman Fritz, da werfe ich auch die These in den Raum, wenn Roman Fritz 3 Wochen Diät macht, ist er härter als Mike Sommerfeld. Also das ist für mich also ja, eine ganz locker. Klare Sache und da liegt halt dann wahrscheinlich der Fehler im Endeffekt, weil da kommst du halt nie in diese tiefe Offseason rein, um mal richtig krasse Verbesserungen zu machen. Er wollte ja dann auch wieder neulich in Rumänien starten, hat dann nicht geklappt wegen den Operationen dann am Handgelenk. Warum? Also gib dir doch einfach mal 2 Jahre. Ja. Bau ordentlich auf, mach dann deine Vorbereitung. Vor allem, er ist jetzt ja auch keiner, der irgendwie die ganze Zeit Wettkämpfe macht. Deswegen verstehe ich das nicht. Er hätte jetzt ja auf jeden Fall in der Vergangenheit sich die Auszeit nehmen können. Also jeder sagt ja, Roman,
bei dir passt alles, du musst nur draufpacken. Das sind jetzt ja nicht wir beiden die Einzigen. Das wird der schon von ganz anderen Menschen gehört haben, mit einer ganz anderen Kompetenz. Und es ist ja jetzt nicht so, dass er irgendwie jedes Jahr irgendwie auf 5 Wettkämpfen ist. Verstehe ich nicht ganz. Also halten wir fest, offene Klasse, Top 6. Gibt's Leute? Ich würde Tim zutrauen. Also ich wage die Prognose. Ich lege mich fest jetzt, dass David Hoffmann nächstes Jahr bei Mr. Olympia 2020 in die Top 10 kommt. Sage ich jetzt so. Bin ich auch relativ sicher, dass er das schafft. Er war Elfter, also da lehne ich mich jetzt nicht weiter. Also ich glaube, er ist jetzt nicht, aber Top 10 ist für mich safe nächstes Jahr. Er ist dann auch das dritte Mal dabei und es triggert ihn jetzt natürlich schon und er wird auch nicht jünger. Und er hat ja super Voraussetzungen, daher kann ich mir gut vorstellen, dass er da in die Top 10 kommt, ja. Ja, also er war Elfter und George Peterson und Keon Pearson, die machen beide nicht mehr mit, die gehen beide in die 2-12er, das heißt, aus der Top 10 fallen 2 weg. Das heißt, er ist eigentlich schon automatisch 2 Plätze weiter oben, wenn man jetzt mit der Milchmädchenrechnung aber kommt. Aber machen ja auch wieder andere Jungs mit. Ja, da schießen ja quasi die Athleten aus dem Boden in der Classic Physik so gefühlt. Aber ich glaube trotzdem, der hat sich jetzt präsentiert dort 2-mal, hat da ein bisschen seinen Namen so an die Wände geschrieben, dass ihn auch jeder kennt. Und der hat einfach super Voraussetzungen. Der wird nächstes Jahr nicht mehr mit Burger laden, sondern der wird da versuchen, alles wirklich 100% akkurat zu machen. Und da ist Top 10 drin. Bin ich auf jeden Fall sicher. Ja. Soll es auch für heute schon gewesen sein. Ich habe keine Themen mehr. Nächste Woche, ich sag's nicht. Nächste Woche ist Marcel nicht dabei. Nächste Woche gibt es einen Gast. Stimmt. Da führe ich mein erstes Interview. Ich werde jetzt den Gast noch nicht verraten. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, mal raten, wer es sein könnte. Wir können euch auch einen Gast wünschen. Ja, ich habe letztes Mal schon einen Kommentar unter das YouTube-Video geschrieben. Da haben sich ein paar auch Leute gewünscht. Wen haben sie sich gewünscht? Ich glaube sogar Roman Fritz wurde gewünscht. Leonidas Arkona wurde gewünscht. Also mir spricht da nichts dagegen. Ich habe nächste Woche mir einen ausgesucht. Der hat schon länger nicht mehr bei uns stattgefunden. War früher des Öfteren in den Gannikus-Schlagzeilen. Du weißt ja schon, wer es ist. Aber ist er schon, hat er zugesagt? Er hat zugesagt. Er ist am Start. Nächste Woche, Montag, 20.30 Uhr geht's los. Da machen wir den Gannikus-Podcast, mein erstes Interview. Und da könnt ihr euch dann drauf freuen, je nachdem, mal schauen, was die Premiere so bringt. Aber wir wollen da auf jeden Fall weiterhin Gas geben, den Podcast am Leben halten, jede Woche Mittwoch eine neue Folge releasen, auch immer wieder mit Marcel natürlich. Ihr feiert das, wie die Kommentare zeigen. Lasst uns dementsprechend auch gerne eine Bewertung da auf iTunes, Spotify, YouTube. Spotify kann man, glaube ich, nicht, oder? Ja, ich glaube, geht, glaube ich, nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man da kommentieren kann. Also ich höre mit einem Podcatcher meine Podcasts. Deswegen weiß ich das gar nicht, aber überall, wo man uns bewerten kann, schreibt uns eine nette Rezension und gibt uns eine gute Bewertung, einen Daumen nach oben, um jetzt nicht irgendwie Amazon-Rezensionen zu erhaschen, wie es der eine oder andere macht. Da ist es, glaube ich, erlaubt beim Podcast, also lasst uns das wissen, wie es euch gefallen hat und ich würde sagen, wir sind für heute raus. Macht's gut. Salut. Salut.